dem scheint es nicht zu sein. Für die Polen Grzegorz Sliwka. Dani Goldberger, der vorhin bei uns in der Kabine war, sagte, die Polen werden einen guten Teamwettbewerb abliefern. Der in Sicht hatte sich nun auch ausnahmsweise mal geirrt, weil er eben zu wenig brachte, mit Abstand zu wenig brachte, vor allen Dingen in beiden Sprüngen. Und dann ist Polen natürlich nicht mehr zu retten. Und immer wieder sieht man eben gerade bei diesen Mannschaften große technische Probleme noch. Und ich bin fast gewillt zu sagen, dass es einfach noch nicht reicht, auf solch großen Schanzen dann auch mitzuspringen. Aber sie gehören.